Jo, ich auch. Ich auch. Sieht nice aus. Sieht wirklich nice aus. Wunderbar. Für ein MMO nicht schlecht. Ja, das stimmt. Vor allem, ich liebe Dungeons und so weiter, die einfach richtig geil aussehen. Vorhin bei ESO hatten wir auch eine, das war so eine Korallenhöhle. Die sah mega geil aus. Grafisch konnte es natürlich hiermit nicht mithalten, aber es sah trotzdem mega aus. Ich bin manchmal sogar schon so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht einfach mal so. So eine Art. Ja, Top. Na gut, Top-Liste jetzt nicht unbedingt, aber halt so eine Liste mache mit Dungeons, die ich halt richtig cool finde. Es gibt so viele geile Dungeons. Das ist unglaublich. Auch bei WoW. Wobei, da weiß ich die Namen immer nicht. Kommt hier, meine Kleinen. Ja. Muss noch das den einen Tasten kurz hier reinpacken. Das denke ich mir immer wieder. Ja, finde ich die Optik schon so besser, muss sein. Echt? Also gut, ich finde beides relativ geil. Es hat halt alles so seine Vor- und seine Nachteile. Ich könnte tatsächlich noch nicht mehr sagen, was wirklich besser und was schlechter ist. Weil für mich ist halt einfach wirklich beides schön. Hat beides seinen Charme. Es ist halt. Also jedes Spiel hat ja so sein eigenes Stil. Kann ich immer wieder. Ja. Also diese Höhle ist schon wieder. Geil aus. Ich liebe es, wenn es so aussieht. So. Ist das ein Gemetzel? Ich habe so das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Also für Leute, die nicht so mit dem ganzen Geblinke klarkommen, ist das aber echt schon heftig.
bin ich gerade froh, dass ich nicht hier im ganz Dunklen sitze. Kaputt. Eieieiei. Zwei Sekunden durchatmen. Ich glaube, so ein Viech habe ich auch als Reittier. Hopper. So, erstmal wieder hinterherkommen. Ich bin sehr wählerisch, was Items angeht, tatsächlich. Nein, nein. Oh, das ist so gut. Also das Gebiet davor hat mir mehr gefallen. Ich fühle mich, ganz ehrlich, ich fühle mich wie so typisch Deutscher im Urlaub, der einfach sich alles anguckt und am liebsten von jeder kleinen Spitzelchen so ein Foto machen möchte. Da ein Foto, dort bleibt man stehen, das muss man sich angucken. Oh, das ist ein Baum. Die Baumart gibt es bei uns nicht. Also muss man sich den Baum angucken. So ähnlich bin ich im Videospiel. Also einfach alles angucken. Ja, aber die Deutschen auch. Die Deutschen mittlerweile auch. Also ich manchmal, wenn ich früher mit meinen Großeltern in Tschechien war, oh Gott. Und dann die Seniorentrupps, die dann wirklich da mit den Bussen ankamen, wo ich dann auch nur gedacht habe, so, oh. Ja, toll. Und dann wirklich jeden kleinen Mistkram fotografiert. Kaffeefahrten, ja. Oh. Grauenfummel. Wobei, mit den Japanern hatte ich es aber auch mal. Da war ich, oh Gott, wie alt war ich da? Ich glaube 13. Mein Englisch, auch damals, grottig. So, und wir waren in Humau in Tschechien, war ich mit meinen Großeltern, Onkel, Großonkel und Großtante. So, und ich bin halt ein paar Schritte hinter denen gegangen. Plötzlich sprechen mich halt Japaner an. Und logischerweise, ich konnte weder Englisch noch konnte Japanisch. So. Und die ganze Zeit dann nur so, dass ich ein Foto machen soll. Ich habe das aber nicht kapiert, was ich da machen soll. So. Dann haben sie mir irgendwo die Kamera hingehalten und ich sollte ein Bild von denen machen. Und das waren so die allerersten Smartphones. Und ich habe das Ding nur angeguckt und dachte so, wie betätige ich das? Wie funktioniert das? So. Habe ich dem wie angestellt. Und das Geilste, meine Familie hat sich noch nicht mal umgedreht. Meine Familie dachte einfach, ich wäre noch hinter denen.
Und ich gucke dann schon panisch so durch die Gegend und denke mir so, Alter, ja, wo ist meine Familie? Wo hocken sie? So, dann ungefähr 15 Minuten hat meine Familie dann auch mal mitgekriegt, dass ich nicht da war. Ist wieder zurückgegangen, hat mich hilflos da mit dem Handy rumfuchteln sehen, weil ich keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. So, und dann hat mein Großvater das ganze Ding übernommen und ich dachte auch noch so, Alter. Nee, nie wieder. Nie wieder. Das war... Nee. Und vor allem, die labern die einen die ganze Zeit zu. Ich habe nicht kapiert, was sie von mir wollten. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich dachte, die wollten vielleicht irgendwie mir Pommes verkaufen. Keine Ahnung. Irgendwas, aber nicht das. Und dann halt wirklich noch mit diesen allerersten Smartphones. Und ich dachte, ja, wo drückt man da? Wie macht man da ein Foto? Nee, was ich schon mit Touristen erlebt habe. Oder einmal im Urlaub, wo das war so eine ältere Reisegruppe mit älteren Damen. Waren, glaube ich, 6 oder 7 Personen. Und hatten da wohl Kegelfahrt oder was weiß ich, was das war. Und in diesem Landgasthof war halt ganz schlicht gehalten, gab halt morgens Frühstück, abends Abendessen, mittags nichts. Und die haben sich halt beschwert, dass es halt mittags nichts zu essen gab. Dass sie da angeblich so unfreundlich gewesen seien und dass es halt keine Sauna oder sonstiges gab, halt kein Swimmingpool und was weiß ich. Das war, wie gesagt, bayerischer Landgasthof. So. Und die da am Rummeckern, rumzetern. Und da wir da seit Jahren hinfahren, kannte ich die Familie halt auch schon. Die haben sie in einer Tour schlecht gemacht. Die sind dann auch eher gefahren. Und haben sich dann noch geweigert, den Vollpreis, also den Preis für die Nächte, die sie da verbracht haben, zu zahlen. So, da ist ihnen dann auch noch entgegengekommen und meinte, ja, okay, dann zahlen sie halt nur die Nächte, die auch da waren. Nee, denn auch das zahlen wir nicht. Alter. Das haben die so laut ausgetragen, das hat man durch das ganze Haus gehört. Und dann auch, dass die Toiletten angeblich dreckig sind. Wir sind da so oft runtergegangen, weil meine Großmutter halt Probleme mit der Blase hatte. Das war picobello sauber. Die haben jedes Haar in der Suppe gesucht, nur um irgendwie was schlecht reden zu können. Ich dachte ich auch so, eine genießt doch einfach mal die Zeit, die ihr irgendwo habt. Muss man immer am Meckern sein? Ich meine, wenn sie einen Swimmingpool haben wollen, dann hätten sie auch sich einfach ein 5-Sterne-Hotel mieten können. Bin so unverschämt. Ja, ist es auch. Die haben sich auch noch beschwert. Der Landgasthof hat halt auch seine Marmelade selber gemacht. Da hat die Mutter von dem Betreiber, das ist schon 70... vielleicht sogar schon 80. Und die macht halt immer noch die Marmelade selber und alles. Und auch Frikadellen wird alles selber gemacht. Da ist nichts Großartiges, was dazu gekauft wird. Und die haben sich in einer Tour drüber ausgelassen. Ey. Das war so unverschämt. Was wir da so an Gästen erlebt haben. Und wir fahren da ja wirklich jedes Jahr hin. Ey, da waren Sachen bei, wo ich echt dachte, Mir platzt als Gast schon fast die Hutschnur. Die haben echt alles zurückgeben lassen. Auch abends teilweise das Essen. So, Fleisch wäre zu sehnig. Klar, kann passieren, aber nicht jeden Abend. Also wirklich nicht jeden Abend. Und wir hatten noch nie Probleme damit. Also wirklich. Die haben jedes Haar in der Suppe gesucht. Ätzend. Verstehe ich auch sowas nicht. Wie kann man so unzufrieden mit allem sein? Statt zu genießen, dass man überhaupt noch wegfahren kann. Und nicht bettlägerig ist und ja, sich eigentlich schon das Ende herbei wünscht. Da soll man doch lieber die Fahrten, die man da noch hat, so genießen. Und wenn es mir irgendwo nicht passt, ja, dann fahre ich halt.
Aber macht er nicht noch den kompletten Laden einmal schlecht? Oh. Ich lese ausnahmsweise mal nicht vor. Robert, da ist eine Fliege in meiner Suppe. Ja. Ey, unglaublich. So, ich komm dann auch mal. Ich bin so die Letzte. Druck meistens immer zu früh. Ja, geschafft. Erfahrungsstufe gestiegen. Sehr geil. Oh Gott, das hat mir aber so ein bisschen Angst gemacht, da. Wie mein Charakter da gerade geguckt hat. Bewegungsgeschwindigkeit, okay, das kann da einmal hoch. Alter. Ich muss aber hier hinten hin. Da schon wieder irgend so einen ekelhaften Blutaguss hinten. So, ich stehe hier mitten in der Pampa. Ich habe ein Aufziehluftschiff als Begleiter. Jetzt habe ich auch so ein Ding. Mit Stufe 20. Ja. Ach, jetzt habe ich hier dieses komischen Dinger, ne? Da kann ich aber was von gebrauchen. Das ist gut. Also, hier hinten war noch was, was ich machen wollte. Räudige Hunde. Komm her, ihr räudigen Hunde. Ja, geh ich gleich. Ich war ja hier gerade in der Nähe von meiner... Von der Quest, wo ich eigentlich hin wollte, bevor wir da reingegangen sind. Das wollte ich einfach noch schnell... machen. Bevor ich weitermache. Da hinten wäre auch noch was, was ich machen müsste. Das mache ich auch nochmal schnell. Dann haben wir das. Ich glaube, ein Hasepupsi, Schatz, ist gerade einfach gefallen. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Das ist grausam. Ich muss mir das wieder abgewöhnen. Zumindest habe ich oben sich gerade was bewegen hören. Es kann auch sein, dass einfach nur sich umgelegt hat. Oder der Hund aufs Bett gesprungen ist. Das kann auch sein. Der Hund macht auch relativ viel Lärm. Ein fetter Dodo! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, fetter Dodo? Den feiere ich. Ich will den fetten Dodo haben. Das bin ich. Das bin 1:1 ich. Ich bin der fette Dodo. Hungriger Welpe. Hallo, hungriger Welpe. Hier.
Oh. Was soll ich jetzt mit dem Viech machen? Ach so. Okay, ich habe verstanden. Beruhigen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Wenn ich wüsste, wie die Tastenkürzel gehen, würde ich auch das machen, aber ich, wie gesagt, das ist leider nicht. Weil ich auch gerade blind bin. Ich könnte ihn beschuldigen. Panik, schmollen, frustriert. Ach du. Okay. Ruhigen, ruhig. Okay. Funktioniert das? Beten? Okay. Beruhigen. Hallo Welpe. So. Bei Tag sieht das doch alles viel schöner aus. So, dann können wir einmal die anderen Sachen alle abgeben. Und einmal kurz sprinten, bitte. Ich verbessere das Ganze jetzt hier auch nicht, aber... ein bisschen zumindest. Hallo, meine lieben Gelbjacken. Hier Hafen. Ich würde ja gern dauerhaft sprinten können. Das wäre toll. So. Da ist die eine. Da ist der andere. Hallöle. Ja. Dann abgeben. Die neue Quest machen wir jetzt mal nicht. War ja jetzt nur, um die Zeit zu überbrücken. An sich würde ich jetzt so die Nebenquest nicht unbedingt verfolgen. Denn es gibt irgendwo noch interessante Nebenquests, aber... an sich, nein. Jupp. Ja, okay, kann die einmal überspringen. Nein, wir haben den jetzt als Begleiter. Mein Lebenszeichen ins Stream werf. Schön, dass du noch lebst. Hab mir schon Gedanken gemacht. So. Wir haben jetzt neue Begleiter. Wir haben relativ viele Begleiter jetzt. So. Ich finde, zu einer Katze gehört auch eine Katze. Ist das nicht toll? Wir haben jetzt ein Kätzchen. Ich bin gar nicht irre, ne? Nein, überhaupt nicht. Oh, ich liebe dich jetzt schon. So. Ich staune auch. Ey. So, warte mal. Wie geht das? Ja. Aber teleportieren, bitte.
einmal bitte die Teleportation. So, wo müssen wir hin? Okay, dahin. Warte, wo sind wir? Das dauert wieder, bis ich mich hier... Okay, na, dahin kann ich. Muss ich ganz hin in die Richtung. Also die Stadt finde ich relativ unübersichtlich. Im Aufzug. Ja, ich habe es anders gemacht. Das war jetzt hier... Also wie gesagt, leicht unübersichtlich, diese Ortschaft hier. Aber wir haben es ja... Wir haben es hingekriegt. Mit mehr Glück als Verstand. Ein solcher Auftrag wurde ausgeschrieben, aber ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Ah, bist du etwa die Abenteurerin, die uns den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat? Ja. Das Schiff hat also nicht nur abgelegt, sondern ist sogar schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch! Nur schade, dass wir diese Fahrt verpasst haben. Ach, mach dir keinen Kopf. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Das stimmt natürlich, aber wir müssen uns ordentlich ranhalten, wenn wir unser hochgestrecktes Ziel erreichen wollen. Was? Ja genau, ich will endlich groß rauskommen. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu verbringen, über die Barden in ganz Eorzea singen werden. Zukünftige Generationen von Abenteurern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, dem sie nacheifern können. Und du, was ist dein Ziel? Oh, ob groß oder klein, du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Ich brauche doch keinen Stern, nach dem ich greifen kann. Das gibt jetzt die Kraft, harte Zeiten zu überstehen, mit einem leuchtenden Ziel vor Augen, falls du in jedem noch so finsteren Sturm den Kurs verlieren solltest oder was auch immer. Das, wofür du kämpfst, gibt dir geistig Stärke und wird zu deinem Schutzschild in Angesicht der Gefahr. Denk an meine Worte. Ja. Ganz, ganz lieb von dir. Ganz, ganz lieb. Nun, schön, dich wiederzusehen, ja. Oh, so. Ja. Aber zuerst mache ich eine Belohnung. Ja, Belohnung klingt gut. Habe ich Interesse an einem weiteren Auftrag? Ja, habe ich. Ach komm. Ja, ich habe Interesse. Aber erstmal abschließen. Dann. Gruppensuche nun verfügbar. Und Stufe 21. Sehr schön. So. Ich würde aber sagen, ich nehme die hier jetzt noch einmal an. Gucke, wo es dann hingeht. Mal sehen. Weil wahrscheinlich gehe ich dann so langsam Richtung Bett. Denke ich. Ich sehe schon. Dich juckt es in den Fingern nach der nächsten großen Herausforderung. Also hör zu, die Abenteurergilde in Gridani hat uns gebeten, ihnen fähige Abenteurer für eine besondere Aufgabe zu empfehlen.
Mit genauen Informationen wollten die Geheimniskrämer nicht herausrücken. Aber allein die Tatsache, dass sie sich an uns gewandt haben, deutet auf den Ernst der Lage hin. Egal worum es geht, nach deiner Leistung in der Sastassa-Höhle kann ich dich mit gutem Gewissen empfehlen. Also viel Erfolg. Also nach Gridania wieder, oder wie? Ja. Okay. Da können wir dann einfach hier mal mit der Rückführung hin. Nicht hier das geringste Problem. So. Ja, lang nicht mehr hier gewesen, ne? Nimm doch bitte Platz. Du wirst sofort bedient. Ach, du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Diesmal kommst du auf Baderons Empfehlung nach Gridania. Der schmierige Thekenhai hat eine Abenteuerin angekündigt. Aber ich hätte nicht mit dir gerechnet. Was für eine freudige Überraschung. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erst einmal tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. So, sehr schön. Lesen wir uns dich immer noch mal durch. Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Einsatzbesprechung Verzeihung mir tun. Ich störe nur ungern. Wie die Zeit drängt. Hat sich immer noch kein Freiwilliger bereit erklärt? Ah, guten Tag, werter Levin. Wie schön, dich zu sehen. Auch wenn der Anlass deines Besuchs einen trüben Schatten auf unsere Begegnung wirft. Und du kommst gerade recht. Diese tapfere Heldin will sich unseres Problems annehmen. Oh, das freut mich, für wahr. Du hast Gridania schon einige Dienste erwiesen. Zu dir habe ich vollstes Vertrauen. Ist das ein Spiel oder eine Bibliothek? Ich glaube, eine Bibliothek. Ich glaube, es grenzt mittlerweile echt an eine Bibliothek. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche Totenacker Tamtara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit von Gelmora angelegt. Darauf wir Gridania haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich Anhänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben. Augenzeugen Berichte lassen darauf schließen, dass sich bei den Kultisten um sogenannte Jünger Dalamuts handelt, der während der siebten Katastrophe plötzlich aufkam, den Mond Dalamut anzubeten. Sie wollen das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen verenden. Dafür schrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter den normalen Umständen würde es natürlich Nofika Schab obliegen, die jüngeren Dalamut zu vertreiben. Und liebend gern würde ich ihnen umgehend meine besten Leute auf den Hals setzen. Aber Katastrophe hat unsere Reihen stark dezimiert. Und die wenigen Überbliebenen sind damit beschäftigt, die Xal in Schach zu halten. Seit dem Zwischenfall am Wächterbaum, den du zum Glück geklärt hast, haben die Xal keine Ruhe gegeben, sondern im Gegenteil ihre Aktivitäten verstärkt. Sie können jederzeit wieder zuschlagen. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, brauchen wir Hilfe. Zu dir habe ich vollstes Vertrauen. Kannst du dich bitte um diese jungen Dalamuts kümmern? Ja, können wir. Danke. Damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Das wird kein Kinderspiel, sage ich dir. Also bereite dich gut auf den Einsatz vor. Geh dann zum Totenacker und sprich mit den Soldaten von Nofika Scham, der dort am Eingang Wache steht. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. Ja. So. Das werden wir dann allerdings beim nächsten Mal, denke ich, machen. Weil so langsam habe ich ein Sabbel. Mir tut tatsächlich schon die Zunge mega weh. Und ich glaube, der Reihe.